Wie funktioniert das eigentlich mit der Briefwahl bei uns in Langen? Am Sonntag, 14. März, ist Kommunalwahl. Gewählt werden die Stadtverordneten in Langen, der Kreistag im Kreis Offenbach und der Ausländerbeirat in Langen. Briefwahl hat verschiedene Vorteile. Sie ist hygienischer, man wählt ohne Zeitdruck und bequem von zu Hause aus. Wie wird Briefwahl beantragt? Das geht schriftlich direkt im Rathaus. Am einfachsten ist aber der Weg über unsere Internetseite www.langen.de. Dann auf Antrag auf Briefwahl klicken, anschließend auf Jetzt beantragen und auf Weiter. Danach einfach den Schritten im Online-Formular folgen. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ist ein QR-Code mit einem Link. Der führt direkt zur Antragsseite mit dem Formular. Das ist sogar noch einfacher. Nach dem Antrag kommt bald Post von der Stadtverwaltung. Darin enthalten sind ein weißer Stimmzettel für die Stadtverordnetenwahl mit passendem Umschlag, ein roter Stimmzettel für die Kreistagswahl mit passendem Umschlag, eventuell auch ein blauer Stimmzettel für die Ausländerbeiratswahl mit passendem Umschlag, ein großer oranger Rückumschlag, der Wahlschein und ein Wegweiser zur Briefwahl. Jetzt wird auf den Stimmzetteln gewählt. Danach kommen alle Stimmzettel in die farblich passenden Umschläge, die dann fest verschlossen werden. Wichtig: den Wahlschein unterschreiben und mit Datum versehen. Jetzt die verschlossenen Umschläge mit Stimmzetteln und den unterschriebenen Wahlschein in den orangen Rückumschlag packen. Auch der wird fest verschlossen. Bis zum 14. März können die Briefwahlunterlagen abgegeben werden. Entweder direkt in den Rathausbriefkasten einwerfen oder in einen gelben Postbriefkasten einwerfen. Der Umschlag muss spätestens am 14. März im Rathaus vorliegen. Fertig! Fragen rund um die Wahl beantwortet unser Wahlamt. Telefonisch unter 06103 203 772 oder per E-Mail an wahlen@langen.de.